So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Wir gehen noch direkt rein, denn heute ist so ein bisschen was Besonderes, nämlich der berühmte St. Patrick's Day, also der von den Iren, wo alles grün ist, wie Kobolde. So, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern Creator-Code YT-FamilyHack. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell durch. Einmal der Aura-Skin, der Guild-Skin, Diamantenschädel, Beutel. Aura-Skin habe ich eigentlich immer noch nicht, gell? Ganz seltsam. Dann Wildcard, von gestern auch schon wieder mit drin, mit dem grünen Style. Dann der Panzerknacker. Die Lackierung, natürlich passend zum Skin, aber keine grüne dabei. Dann haben wir Haze wieder mit drin, Sternenwucht, Chance ist wieder zurück, Silberschläger, dann Sergeant Grünklee. Ist natürlich klar, die kommt einmal im Jahr raus, also wenn ihr euch so gönnen wollt, dann jetzt. Dann der Goldtopf, Gold-Glücksmuster, dann der Schneider ist ebenfalls wieder zurück, maßgeschneiderte Messer, Klebebeauftragte, der ist auch ziemlich selten, der Glücksraser. Dann ein Dublonring, auch wieder drin. Sehr schönes Emote, ist einfach so. Dann natürlich die Glücksmünzen, die Smaragdaxt. Dann wieder Copyright, sein Urgroßvater. Ja, alles Copyright. Deshalb kann ich die immer nur ganz kurz anspielen, sonst habe ich Probleme. Dann der Ohrenskin wieder, Ohrenriemenskin wieder da mit dem passenden Backbling. So, dann Grimori. Auch ein schöner Skin eigentlich. Doch. Der ist definitiv spielbar. Dann Knight Rider. Ach ne, oder war das der so selten war? Der war so selten. Aber als Season 3, man kennt's. Dann die Sina ist ebenfalls wieder zurück. Dann saure Schläge. Ach, die waren selten. Also was heißt selten? Season X, aber halt schon zig hundert Tage nicht da. Ich glaube, die kamen auch nur in der Season X und seitdem nicht mehr raus. Aber ich finde sie trotzdem nicht schön, egal wie selten sie sind. Dann Socks. Dann aber die Neon-Holoskin-Lackierung ist wieder da. Und die Neon-Lackierung. Eigentlich so mit meine zwei Lieblingslackierungen. Alle beide wieder zurück im Shop. Das war es an der Stelle komplett, weil da wurde ich früher ganz oft gefragt, welche Lackierung sind das? So, die Pakete, Montclair, Ariana Grande wieder komplett noch drin, dann Loser Fruit und die ganz normalen Paketen. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Denkt dran, heute Mittag kommen ja die Aufgaben. Wundert euch nicht, die kommen bei mir immer ein bisschen später, da ich ja auf der Arbeit bin. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag und haut rein.